Google hat eine neue Funktion in ihrer Browser-Schnittstelle vorgestellt, die Digital Courage treffend als Generalangriff auf das freie Internet betitelt hat. Es geht um Web Environment Integrity, kurz WEI, die ihr mit einer einzigen Zeile übrigens auch bei euch in eure Websites einbauen könnt. Das ist die Zeile der Gefangenschaft, die Zeile Mordors, die Zeile des einen Rings. Await Navigator.getEnvironmentIntegrity. Okay, warum der ganze Buzz? Lasst uns ganz klassisch the what, the good und the ugly draus machen. Im Grunde ist WEI eine Programmierschnittstelle für Webentwickler, also für euch. Führt ihr diese eine Zeile Code aus, überprüft ihr, ob die Webumgebung des Users unmanipuliert und dadurch vertrauenswürdig ist. Das bedeutet, ich persönlich nutze ja quasi für die Arbeit zwar meist Chrome, privat aber meist was anderes. Dazu habe ich dann in dem anderen Browser noch ein paar Erweiterungen drin. Eine davon verändert meinen User Agent. Das bedeutet, mein Browser behauptet einfach heute mal Firefox zu sein, morgen ist er Safari und übermorgen ist er Chrome. Gerade wie er eben Lust hat. Warum? Dazu kommen wir nachher. Wenn ihr nun auf eurer Website WEI einbaut, also diese Schnittstelle aufruft, überprüft ihr erstmal nicht, ob ich Firefox oder Chrome oder was auch immer ich genutzt habe, benutze. Ihr überprüft, ob ich den User Agent und meinen Browser generell verändert habe von dem, was er mal war. Ihr überprüft also die Integrität von dem Ding. WEI wurde vor etwa 4 Monaten von Rupert Ben Weiser vorgeschlagen, dass ist übrigens wirklich seine echte Website. Er arbeitet bei Google und verwaltet den Unfall gemeinsam mit 3 Kollegen. Es gab ordentlich Gegenwind, zu dem komme ich aber gleich noch. Dennoch, wie lange dauert es normalerweise, bis YouTube zum Beispiel ein neues Feature veröffentlicht? Ich warte seit mehreren Jahren auf einige sehr wichtige Features meiner Meinung nach, die viele andere YouTuber teilweise schon haben oder schon ewig fordern. Dieses Feature hat es schon jetzt in den Quellcode von Chromium geschafft. Es ist aber zumindest bei mir aktuell noch nicht live. Doch halt, was ist eigentlich das da? Hier kommt noch ein bisschen mehr zum Einsatz. Das Ganze findet ja Client-Side statt. Der Client kann aber in der Theorie immer alles machen, was er möchte. Unter anderem auch beliebigen Code ausführen. Was natürlich bedeutet, Replay-Angriffe wären eigentlich extrem leicht machbar. Ein Replay-Angriff wäre folgendes. Ihr bekommt einmal ein Token, das sagt, euer Browser ist wirklich echt und unverändert und schon könntet ihr das ja einfach auf jeder Website immer angeben. Google hat das allerdings bedacht in dem Vorschlag. Es wird immer ein Stück Content mit in eure Handschelle eingebunden. Dieses Content-Binding ist im Normalfall eine URL mit einer Request-ID. Da steht dann sowas drin wie Anfrage an Bootstrap.academy von der User-ID Morpheus1337 an die Seite Login. Das kann man aber grundsätzlich natürlich komplett frei wählen, das wählt die Webseite selbst. Das wiederum wird dann vom Browser als echt unterschrieben und kann dann an den Server, der die Webseite betreibt, also euren zum Beispiel, geschickt werden. Was ihr denn damit auf eurem Server macht, das bleibt euch überlassen. Das lässt sich aber vom Client auch nicht mehr beeinflussen. Das ist ja dann serverseitig. So, die eigentliche schwarze Magie passiert da, wo euer Browser unterschreibt, dass er wirklich echt ist. Woher will denn euer Browser wissen, dass er keine gemoddete Version ist von dem, was er ursprünglich mal war? Oder warum sollte der Tor-Browser zum Beispiel nicht einfach unterschreiben, dass er wirklich Chrome ist? Hier kommen sogenannte Attester zum Einsatz. Es wird hier von einer dritten Partei gesprochen. Hier gibt es aber natürlich mehrere Möglichkeiten. Entweder sie meinen Aliens oder Krebsmenschen in der Untergrundregierung oder natürlich sie meinen sich selbst. Ein Attester ist mit ziemlicher Sicherheit aber jemand, der nicht in eurem PC ist. Mit Ausnahme der Aliens. Ich habe gehört, die sollen nicht so groß sein. Das bedeutet, dass also zum Beispiel Google, Microsoft oder jeder wichtige Attester euch bescheinigt, dass euer Browser nicht verändert wurde. Konkret vorgeschlagen wurden in dem Paper die Betreiber von Content Delivery Networks. Also die CDNs authentifizieren hier den Zugriff auf Ressourcen, die nicht von ihnen selber bereitgestellt werden. Sie unterschreiben also, dass ihr wirklich ihr seid, beziehungsweise dass euer Browser nicht verändert wurde. Inklusive dem Content Piece, das einzigartig sein kann wegen der Request-ID, das ihr ja im Endeffekt von der Website bekommen habt zum Unterschreiben. Wie gesagt, das ist häufig eine Request-URL mit einem Identifikator zum Beispiel. Und der Unterzeichner ist zum Beispiel Meta. Japanese girls puke in each other's mouths. Hello Kitty, kawaii desho?
Also, hier nochmal kurz zusammengefasst der ganze Vorgang. Ihr ruft eine Webseite mit eurem Browser auf. Dabei wird der Quelltext des Frontends zu euch übertragen und in eurem Browser ausgeführt. Die Website ist ein Arschloch und will, dass ihr euren Browser nicht verändert habt. Das steht bei denen im JavaScript drin und das wird bei euch ausgeführt und ihr müsst nun beweisen, dass ihr wirklich einen unveränderten Browser habt. Dazu fragt ihr einen Attester wie Google, ob sie euch eine Urkunde ausstellen können, dass euer Browser echt und unverändert ist. Diese Urkunde ist gültig für einen ganz bestimmten Aufruf und nur für den. Ihr bekommt die Urkunde in eurem Browser und schickt die weiter an den Website-Betreiber, der mit der Information machen kann, was er möchte. Und Fun Fact am Rande, Apple hat so einen Mechanismus schon seit einer ganzen Weile in ihren Browsern. Bei ihnen nennt sich das Ganze Private Access Token. Allerdings ohne die Attester in der Form. Und das jetzt, warum genau so wichtig für Google, was Eigenes zu bauen? Bevor ich euch das sagen kann, lasst mich kurz erwähnen, dass für die, die noch dieses Jahr studieren wollen, es noch immer die Möglichkeit gibt. Unser Partner, die FHDW, bietet euch ein duales Studium. Das heißt, ihr werdet bezahlt und zwar noch diesen Oktober. Aber ihr müsst schnell sein. Die Last Call Kampagne hat noch Plätze für Digitalisierung, Cybersecurity, Big Data, Cloud Computing, KI, IoT und sogar Green IT. Es gibt noch einige spannende Events und im Oktober könnt ihr dort direkt anfangen zu studieren. Denn was wir definitiv sagen können, ist, dass die IT-Themen derzeit so spannend sind wie selten. Und wohl auch wirklich so extrem im Wandel wie noch nie. Also schnappt euch die Informationen und Grundlagen im Studium mit dem Link unten in der Beschreibung. Okay, es gibt immer mehr Bots im Netz. Ich glaube, das wissen wir alle. Es wird geschätzt, dass fast die Hälfte des gesamten Internets Bots sind. Das ist kein großes Drama, denn es gibt auch gute Bots. Indexer zum Beispiel, die von Suchmaschinen genutzt werden, um euch überhaupt Suchergebnisse anzeigen zu können. Aber es gibt eben auch sehr viele sehr böse Bots, die von unbekannten konkurrierenden Suchmaschinen, von unbekannten Hackern eingesetzt werden, um ganz viel Traffic auf Websites zu schicken. Und manche Websites wollen sich auch gegen den Traffic schützen, der vermutlich von KI-generierten Content kommen wird oder teilweise eben auch schon kommt. Diese Bots geben sich dann anstatt Python Requests Bibliothek für gewöhnlich als Chrome oder als Firefox aus und könnten so super einfach mit Vi erkannt werden. Und klar, wenn eine Website Bots erlauben möchte, dann kann sie das ja immer noch machen, indem sie eine einfache API-Schnittstelle anbietet. Das ist für die Bots im Normalfall einfacher und für die Websites halt auch. Außerdem ist die Schnittstelle ziemlich datenschutzfreundlich. Es werden ja keine Daten übertragen, außer ja, ist echt oder nö, der Browser wurde verändert. Laut Rupert Ben Weiser und seinem Team ist das Ziel von Vi, also sogar das Internet sicherer und mehr datenschutzfreundlich zu gestalten. Er begründet das Ganze so: User Agents zu verhindern, IP Reduction und Cross-Site Storage zu verhindern, die ja häufig von Privacy-Fans eingesetzt werden, diese Maßnahmen, machen es insgesamt sehr schwer, Scammer zu erkennen. Deswegen fügen viele Websites immer mehr Sicherheitsmechanismen ein, Login-Verfahren, User-Fingerprinting mit anderen Daten als dem, was man hat, und nervige Captchas. Damit können sie dann Anomalien entlarven und so die Scammer besser tracken. Das alles resultiert dabei in einem Rennen und am Ende verlieren halt die User, die sich mit den Themen rund um Privacy nicht so auseinandersetzen. Mit Vi, so der Autor, wird der Website gesagt, dass das Gerät vertrauenswürdig ist, auf eine sichere Art und Weise, aber ohne, dass mehr Informationen übertragen werden. Auch keine Browser-Extensions sollen verboten werden oder andere Browser, so sagen sie es. Gleichzeitig wollen sie sogar explizit 5-10% aller Anfragen einfach grundsätzlich ablehnen, zufällig gewürfelt. Dadurch wirkt es so, als würden manche User einfach aus Vi rausopten, also es ablehnen. Aber dadurch, dass das auch mit denen passiert, die Vi nutzen, kann Vi nicht erzwungen werden. Dadurch sollen Browser nicht benachteiligt werden, die ihre Identität wirklich verschleiern und Websites müssten voll funktionsfähig bleiben. Das Konzept geht aber trotzdem noch einen Schritt weiter. Es soll sogar möglich sein zu verifizieren, dass meine Webseite unverändert bei mir angezeigt wird. Dadurch weiß ich zum Beispiel, ob eine bösartige Browsererweiterung meinem User gerade ein verändertes Formular anzeigt und ich könnte es Hackern nochmal deutlich schwerer machen. Ich kann sie einfach erkennen. Also eigentlich eine Win-Win-Situation. Mehr Privacy, weniger Bots, die Statistiken ruinieren, weniger Hackerangriffe sogar noch als Bonus. Leider war das Statement oben eine Rechtfertigung. Eine Rechtfertigung, die das Team von Google quasi abgeben musste, weil so viel Gegenwind kam.
denn dieses gesamte Konzept hat ordentlich Wind abbekommen. Don't be evil, no more. Dazu ein kleiner Exkurs. Ihr wisst wahrscheinlich, was Browser Engines sind. Die Dinger, die im Browser laufen und Websites so anzeigen, wie es sein sollte. Es gibt derzeit eigentlich nur wirklich drei verbreitete und wirklich genutzte Browser Engines. Safari von Apple nutzt die WebKit Engine. Firefox von Mozilla nutzt Gecko und dann gibt's noch die von Google. Blink. Blink ist in fast allem drin. Chrome, Chromium, Edge, Brave, Opera, Samsung Internet, sie alle nutzen die Engine, die von Google entwickelt wird. Teilweise contributen sie selbst dazu. Wenn also Google eine Änderung an ihrer Engine durchführt, bekommen das etwa 80% des Marktes ab. Da aber Apple auch ein Contributor ist, würde ich mal eher von 95% des Marktes sprechen, weil die dann eh mitziehen werden. Mozilla steht also ziemlich alleine da. Sie schreiben in einem Statement aber trotzdem, dass sie das Proposal ablehnen. Es widerspricht ihren Prinzipien und Visionen des Webs. Uiuiui, haben wir da etwas Beef bekommen? Warum also? Sie schreiben, dass Technologien, die nicht menschlichen Verkehr entdecken, schädlich sein können. Zum Beispiel Leseassistenzsysteme, automatisierte Webtests, Archivierungswebsites oder auch Suchmaschinen könnten ein Problem bekommen und das liegt nur an den Website-Betreibern, die vielleicht gar nicht die Technik dahinter verstehen. Wie soll das also denn sein? Nun, das geht für Entwickler ja damit recht einfach. Ich kann mit Vi überprüfen, ob ein Benutzer Vi aktiviert hat. Hat er das nicht, sperre ich ihn einfach. Hat er Vi allerdings aktiviert, dann schaue ich mal nach, ob er seinen User Agent geändert hat. Hat er das, sperre ich ihn halt nicht. Ist der User Agent echt, lasse ich ausschließlich Nutzer mit Chromium-basierten Browsern zu, weil ich mich um die anderen einfach nicht mehr kümmern möchte. Und diesmal kann ich mir sogar sicher sein, dass es kein Tor-Benutzer ist, der einfach nur so tut, als wäre er Chrome. Dieser einfache Workflow hat ziemlich weitreichende Folgen. Überprüfe ich, ob die Website zum Beispiel verändert wurde, kann ich direkt sehen, wenn jemand einen Adblocker nutzt. Denn die Teile mit der Werbung sind ja dann aus dem verschwunden. Sie wird ja dann anders angezeigt. Ein Kritiker hat ziemlich direkt genau deswegen gefragt, ob das vielleicht eine Art maskierter Versuch ist, DRM für Websites einzuführen. DRM ist Digital Rights Management. Das verhindert aktuell, dass ihr zum Beispiel von Netflix streamen könnt und dann aus eurem Arbeitsspeicher die Datei rekonstruieren könnt. Sprich, dass ihr von Netflix einfach die MP4 runterladen könnt. Dazu müsst ihr dann tatsächlich einen Screen Recorder laufen lassen. Naja, DRM für Websites hieße aber, Veränderungen könnten wirklich erkannt werden. Und das wiederum wäre natürlich für Google, die bei Werbung pro Impression bezahlt werden, ein ziemlicher Bonus. Damit hat im Grunde jede Website mit Werbung ein Interesse daran, dass ihr Vi nutzt und damit keinen Adblocker. Aber auch vor den Attestern haben viele Angst. Wer ist denn eigentlich ein Attester und wer bestimmt das? Google? Microsoft? Woher wissen wir denn, ob nicht Google zum Beispiel den Crawler von Bing blockiert? Und woher wissen wir, dass Microsoft nicht den Crawler von Google blockiert? Oder beide gemeinsam zum Beispiel einen aufstrebenden Konkurrenten? Man hat einfach gesagt, nur wenig Lust auf ein zentralisiertes Web, in dem Google komplett entscheiden darf, wer ein Konkurrent werden kann und wer halt nicht. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, dass hiermit Fingerprinting sehr, sehr, sehr viel einfacher gemacht wird. Uns bleiben ohnehin nicht viele Möglichkeiten, unsere Identität online zu verschleiern. IP zum Beispiel, IP verändern, schon mal ein guter Anfang. Fingerprinting ist aber dann immer noch ein Problem und System verschleiern und Fingerprinting verschleiern, das ist schon mal sehr wichtig aktuell. Und natürlich Tracker blockieren, grob zusammengefasst. So, Fingerprinting und System kann man nun also mit diesen Maßnahmen nicht mehr verschleiern. Das wird ja direkt überprüft. Und Tracker, naja, die zu blockieren, würde bedeuten, den Inhalt der Website zu verändern. Sprich, die bleiben jetzt auch drin. Das kann ja die Website mittlerweile auch erkennen. Es werden also die letzten wenigen Optionen genommen, die man hat, um online anonym unterwegs zu sein. Und das wirft vor allem große Fragen auf bei, ich sag mal, nicht ganz so freien Regierung. Einfach alles blockieren, was nicht meinem Browser entspricht, den ich von der Regierung freigegeben habe. Und ich weiß ganz genau, welchen Star du letzten Sommer nackt gesehen hast. Ich denke aber vor allem, auch die Idee, es anstelle von Captchas zu nutzen, zeigt hier ein bisschen die Gefahr. Gebe ich das Captcha heutzutage nicht mehr ein, kann ich eigentlich kaum mehr eine Webseite besuchen. Wenn also nun alle statt Captchas auf Vi setzen,
weil es bequemer für den User ist zum Beispiel, bleibt, glaube ich, nicht viel Wahl, außer Wei zu akzeptieren. Also, auch wenn Google ein legitimes Interesse an diesem Projekt zu haben scheint, es gibt genug Menschen, mich eingeschlossen, die noch ein bisschen daran zweifeln, dass das wirklich so sein muss oder überhaupt nur so sein sollte. Aber Marktmacht ist nun mal Marktmacht. An Google kommt halt heute kaum jemand vorbei.